So, na, ich bleibe im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Raiders mit dem Berserker auf den letzten 8 Leveln bis zum Maximallevel. Also eigentlich sind es ja noch 9 bis 35 geht's, aber mir fehlen noch 3%. Ich bin jetzt wieder am Kriegsfeld zurückgekehrt. Hier muss ich hin, da muss ich diese lodernde Kiste irgendwie aufhalten mit dem eisigen Stab. Das mache ich auch gleich mal und dann sollte ich die uralte Flamme bekommen. Das soll irgendein Schwert sein, mit dem man Diago bezwingen kann. Uralte Flamme, ist es das? Ein magischer Gegenstand, mit dem man die Waffe zur Beseitigung Diagos herstellen kann. Okay, ich kann sie jetzt also erst herstellen. Ich dachte, uralte Flamme, das wäre schon ein netter Name gleich direkt für die Waffe. Hier habe ich die... Ah, das sind noch Wiederholungsquests. Und wo muss ich damit jetzt hin? Gruppeneinladung. Nein, ich möchte eigentlich wieder weg von hier. 3 Mad-Eye, 2 Yetis, aber Level 35er, das war, glaube ich, ein 35er, der einen Low-Level-Spieler gezogen hat. Ich muss, wo gebe ich denn die ab, uralte Flamme? Ich glaube, dafür muss ich wieder hier rein. Ah nein, da ganz hinauf, das ist ja ideal. Das ist ja ideal, das heißt, da kann ich gleich meinen Ring verwenden, wenn ich ihn finden würde, Quest. Ich hoffe, den muss ich nie abgeben. Ich bin mir sicher, irgendwann, wenn diese Quests dann aus sind, reißt mir der den Ring weg. Und ich habe den dann nicht mehr. Hoffentlich nicht. So, ein Siedler. Jetzt crafte mal die Waffe und gib sie mir dann bitte auch. Weil ich will nicht, dass das alles hier umsonst war. Na, dann schauen wir mal. Großartig. Damit kann er eine hervorragende Waffe craften. Hey, ein seltener Spezialjuwel. Entweder Backenzahn des Feuerdrachen. Der hat... Chance auf Erhöhung der Stärke bei einem erlittenen Angriff. Oder Chance auf Erhöhung der Intelligenz. Na, da muss ich nicht mal mit der Wimper zucken. Da nehme ich natürlich diesen hier. Und 15.000 Erfahrungspunkte kassiere ich auch noch mit ein. Hab ein Level Up. Woohoo! Alles ist bereit. Jetzt beseitige bitte diesen verfluchten Diago. Jawohl. Was? Das ist eine Gruppenquest und die gibt nur 12.000? Da sieht man wirklich, wie krass man hier Erfahrungspunkte bekommt für die eher einfachen Sachen, die man auch solo erledigen kann. So, hier befindet sich der Diago, dieser Schnee-Yeti. Ansonsten muss ich Urekus finden und Hitchi. Aber die sind wohl im Makot-Dorf. Deshalb begebe ich mich jetzt zum Diago. Gehe ich durch das Portal, werde eine Gruppe suchen und dann geht's ab. Aber sowas von. Juhu! So, hier ist er nun, der Diago, mittendrin, statt nur dabei. Jetzt haben wir gewartet, jetzt stehen auch noch ein paar PvPler herum. Da ist immer die Frage, sind sie so nett und lassen sie einfach den Kill sein, oder? Wow, gerade noch ausgewichen. Oder klatschen sie dann auf die anderen Spieler, was natürlich eher uncool ist. Ich muss aufpassen, ab und zu, jetzt hat er das Blocken. Hat er nämlich so einen Kälteruf. Je weiter weg man steht, desto weniger Schaden passiert man. Und wenn man blockt, wird es natürlich auch dementsprechend nochmal weniger. Autsch, jetzt habe ich irgendwie einen Söldner von Mad-Eye angegriffen. Also die von der anderen Fraktion. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber wenn ihr da herumsteht direkt. Wir haben den... Boah, wir haben den... Block. Wir haben den Angriff, den Kill. Ha! Okay, ausweichen kann man dem nicht. So viel steht schon mal fest. Weil der Name vom Diago in Rot geschrieben ist und nicht in Grau. Das heißt, wir bekommen auch den Loot, aber Quest-Update bekommt eigentlich... Oh, jetzt hat er nochmal fett getroffen. Quest-Update bekommt eigentlich jeder, der in der Nähe steht. Da muss man nicht in der Gruppe sein von dem, der den Kill gemacht hat. Da muss man wirklich noch die Animationen auch von den Gegnern auswendig lernen. 1300, bist du des Wahnsinns? Das muss ich mich so wiederbeleben lassen. Was geht denn da jetzt ab? Da stand ich jetzt zu nahe drin. Ich dachte, der ist schon down. Jetzt ein Schlag hat noch gefehlt. Oh mein Gott. Heieieiei. Was ist denn da? Nichts drin für mich? Oh mein Gott. Wo ist Diagos Item? Die haben alle was gelootet. Diagos Eisjuwel, Schwarzeichenholz. Ich habe nichts bekommen. Oh nein. Und wieso kämpfen die hier alle so krass? Jetzt lasst uns doch mal in Ruhe hier alle. Was soll denn das? 12 gegen 8. Eigentlich sollten wir jetzt gleich diesen nicht sehr gut ankommenden Buff erhalten. Oder?
Hallo, bei 12 gegen 8 sollte man die erste Version von dem Buff aber schon bekommen, oder? Schan, muss ich helfen? Wo ist der Rest der Gruppe? Der ist gleich down, jetzt ist er down. Schnell looten. Jawohl, Symbol des Söldners. Mit diesem Symbol kann man sich nette Items craften, die dann Angriff erhöhen. Okay, und jetzt kommt das typische. Zuerst groß angeben, da angreifen, einmischen. Sogar beim Diago-Kill. Die ganze Zeit sind sie auf den losgegangen, habe ich gesehen. Und jetzt einfach flüchten. Ja, ja, so kennen wir das PvP. Hier Buff kaufen. Yeah, Buff. Jawohl, jetzt haben wir ihn, weil es 13 gegen 6 ist. Habe ich 9000 Lebenspunkte. Das ist einfach viel zu krass. Den hätte ich jetzt beim Diago gebraucht. Wo ich noch nicht wirklich was wusste von dem. Jemand muss gleich beim Bambino campen. Keine Ahnung. Ich habe erstmal die Quest fertig. Muss wieder zurück zum Einsiedler. Das werde ich auch jetzt machen. Hier noch kurz, also mit diesen Items, die man im PvP bekommt, diese Münzen da, Symbol des Söldners, kann man hier bei dem guten Herrn ein paar Tränke herstellen. Aber das Problem ist, sobald man aus der PvP-Zone hinausgeht, verschwinden auch die Tränke wieder. Das ist uncool. Jo, also erster Versuch, Diago gleich mal gestorben, weil ich dann einen 1300er Schlag kassiert habe. Das hätte natürlich nicht passieren sollen, aber ich wusste natürlich nicht, was der macht. Da muss man erst nur seine Angriffe ein bisschen lernen. Also so einen Frostwind, den kann man blocken, dann macht er weniger Schaden. Und den anderen Zeug muss man einfach ausweichen. So, ich habe mich um Diago gekümmert, er ist tot. Das war ja gar nicht so groß jetzt dieser Kampf, weil so viele mitgemacht haben. Mittelwertiges Beizium, jawohl. Von plus 4 bis plus 6 kann ich jetzt meine Ausrüstung upgraden. Und ich nehme mir hier dickes Stoff oder dickes Leder, denn ich habe erfahren, dass ich das bald brauchen werde. Dann für meine Rüstung, ich glaube, es war das Leder oder der Stoff. Eins von beiden, aber ich habe bis jetzt immer Stahlfragment genommen, deshalb mal das hier. Was kann ich bei dem craften? Quest Uralte Flamme beendet ist die Anforderung, aber die Waffe ist schlechter als meine. Es sieht aber krasser aus, nicht so schlecht auf jeden Fall. Einhand, schauen wir mal, wie es mit Einhand und Schild aussieht. So, Einhandschwert und Schild, boah, passt auch. Na gut, das war's erstmal. Die epische Musik vom Diago-Kampf will irgendwie gar nicht mehr aufhören. Vielleicht, weil die noch im Kampf sind oder so. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Makodorf. Den Diago gibt's auch in Level 35er Version dann im höheren PvP-Gebiet. Da werde ich dann ein bisschen seine Taktik genauer üben. Den kann man auch solo machen, was ich so gehört habe. Also da muss ich mal schauen. Ich muss auch schauen, ob ich überhaupt bei den Yetis bleibe, weil irgendwie, vielleicht sind das auch beide nicht so PvP begeistert. Da geht irgendwie nicht so viel ab. Eher nur so tote Hose. Und da, wenn wir Diago machen, greifen die anderen da gleich an. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, gerade uncool gewesen. Aber eigentlich müsst ihr genau da dann bei dieser Fraktion bleiben, um denen das Handwerk zu legen. Finde Orekus. Hey, was willst du von mir? Dafür muss ich, glaube ich, schon in die erste Ebene des Makodorfs. Hier gibt es jetzt nämlich eher gar nichts mehr aus der Gruppe. Gehe ich auch mal kurz verlassen. Ja, und apropos Level 35. Ich wurde auch schon gefragt, was denn mit Level... Komme ich da hoffentlich rüber? Was denn mit Level 35 dann sein wird, ist dann das Let's Play zu Ende. Also das Let's Play ist erstmal zu Ende, weiß nicht. Hey, ist das ein Boss? Karuha, das ist ein Boss. Aber den habe ich schon gekillt. Das Let's Play ist sicher nicht zu Ende, wenn ich direkt Level 35 erreiche, weil ich könnte sie auch schon erreichen, sobald ich nicht mal noch alle Quests erledigt habe und in jedem Dungeon war. Aber wenn ich dann wirklich alles erstmal erledigt habe, bald wird es ja dann auch ein neues Content-Update geben. Ach so, das ist gar keine neue Zone. Hier kann ich wählen, erster Floor, zweiter Floor. Ah, cool. Interessant, also auch ein ebenenbasiertes Dungeon-Mapping. Na gut, genau. Wenn ich 35 bin und dann alles erledigt habe, gibt es vielleicht mal wenig Pause oder ab und zu PvP-Kämpfe oder irgendwas, was dann mit 35 noch so ansteht.
Und soll ich das irgendwie jetzt in meine Rüstung machen oder dann noch warten? Ich glaube, ich hebe mir das noch auf. Oh, Chance auf... Nein, das hätte ich ja... Oh mein Gott, er schafft eine schützende Barriere, die Diagos Eisangriffe neutralisiert. Das hätte ich ja einschmieden sollen in meine Rüstung und ich laufe da gleich hin. Heieiei, egal. Vielleicht hebe ich mir das auf, vielleicht zählt das auch bei dem 35er Diago. Das muss ich noch schauen. Hier, den Hitchi habe ich gefunden. Ja, mit 35 werde ich dann sicher ein bisschen PvP-Gameplays machen, wenn denn die Leute auch PvP machen. Das kann ich ja noch nicht sagen im 35er-Bereich. Vielleicht Duelle... Und ansonsten einfach ein wenig Pause, bis dann die Erweiterung bis, keine Ahnung, Level 40 oder so kommt, was dann noch geben wird. So, ich soll ein Experimentiergerät bei Dr. Heron abliefern. Okay. Wo haben wir den Guten? Der ist hier. Und die Wahrheit der Magie ist auch abgeschlossen. Nein, wieso? Ich wollte sie nicht schließen, ich wollte sie nur minimieren. Wo haben wir sie denn hier? Einmal das, einmal das. Besuche Zauberer Guillermo und finde Urekus. Ah, hier kann ich es gleich abgeben, habe ich mir ja gedacht. Die Quest ist ja fertig. Urekus, hier bist du doch. 8000 Erfahrung und 1000 Makot-Fraktion. Kämpfe gegen die Tollherz-Kobolde und bring mir ihre Totems. Und uralte Relikte der Koboldrans. So, das ist also die... untere Ebene, die sind die Guten. Das heißt, da haben wir wieder die Guten und die Bösen, je nachdem, bei welcher Fraktion. Die kann man nicht angreifen. Und hier hinten wird aber gezaubert. Wo sind denn die Bösen? Es kann nicht sein, dass ich die alle nicht angreifen kann. Ich meine, die will ich auch gar nicht angreifen, weil dann meine Fraktion niedriger werden würde. Oh, da schimmert es schon von hinten. Ich glaube, ist das nicht dieser Ausgang auch, wo die Leiche auch liegt von diesem Riesendrachen? Dr. Heron, Dr. Quinn wirft sich gleich am Boden. Bringe mir Proben von Shunak. Shunak, vom Kopf von Shunaks Leiche. Ist das jetzt hier hinten? Jawohl. Dann schauen wir da mal vor. Ich meine, ansonsten mit Level 35 wird noch anstehen. Wahrscheinlich erstmal die beste Ausrüstung holen, alles auf Plus. Plus 9, glaube ich, ist das höchste zu machen. Das gesamte Equipment mit dem Beizium. Dann erstmal noch die besten Items überhaupt bekommen. Vielleicht ein bisschen Gold holen und dann eben auf die nächste Erweiterung vorbereiten. Tollherz-Talisman. Totems. Nein, das ist alles nichts für Quests. Da wird fleißig gekämpft. Kanal 1, vielleicht sollte ich den mal wechseln. Ich schaue da mal vor zu der Leiche. Ich den Kopf abreißen muss mit Gewalt. Geht alles besser. Wer ist das? Hier mit welchem Level ist man hier ungefähr? So, die anderen Spieler. Level 26, Shinji. Boah, da strahlt's aber raus. Oh, ich bin geblendet. Blinded by the light. Wo muss ich hin? Ich muss zu seinem Kopf. Das heißt, der ist rein theoretisch hier. Ein mächtiges Wesen. Ein mächtiges Wesen. Dann looten wir den doch mal. Hey, der schlägt da drauf. Tu das nicht. Probe von Shunak. Okay, den nehme ich erstmal auf. Wird er dann wieder zum Leben erweckt und kämpft man dann gegen den? Oder ist der nur so irgendwie Dekoration für den Dungeon hier? Dass der ein bisschen epischer wirkt dann. Hey, aber was willst du noch hier von mir? Da leuchtet ja noch was. Uralte Relikte. Finde das fünfte Koboldran-Fragment. Liegt das hier? Ist es das? Aber das kann ich ja nicht aufnehmen. Wo ist es? Ist es auf ihm oben? Kann ich ihn besteigen? Wo ist das fünfte? Hier ist es. Das müsste es doch sein, oder? Nein, vielleicht hier weiter drüben. Das kann es ja wohl nicht geben. Wo bist du, letztes Fragment? Ich finde es nicht. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht. Sagt mir die Quests eventuell etwas. Uralte Relikte müssen gefunden werden. Das sagt mir nicht wirklich was. Naja, vielleicht finde ich es ja noch hier. Totem der Anrufung. Proben sammeln. Klatschen wir da hier mal welche um, was die so können. Schätzer der Tollkobolde. Haust du mal auf mich hin. Ich möchte erfahren, was du für ein
Mob-Beast. Ich glaube, der kann gar nicht schlagen. Kannst du schlagen? Doch, er kann schlagen, aber nicht wirklich fest. Die sind das alle nicht, oder? Ist dieser Drop so selten? Ah, der macht's schlau. Ich glaube, so sollte ich es auch machen, obwohl die können... Ah, die können zaubern. Dem Zeug kann man nicht so leicht ausweichen. Sonst hätte ich die alle auf einmal wieder zusammengepult. So wie in den guten alten Zeiten damals im Rengott-Dorf. Doch, der hatte jetzt was dabei, so ein Totem. Nur wo ist dieses komische Fragment? Das habe ich da nicht gefunden. Ich glaube, da werde ich nochmal kurz suchen müssen, weil wenn das wirklich dort ist, dann wäre das nicht so gut, wenn ich mich davon jetzt entferne. Also, auf geht die Suche nach dem Koboldran-Fragment!